Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin wieder euer Blaufuchs. Miau. Und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Stray. Ich will es noch ein bisschen wissen. Ich strapaziere jetzt mal vor den Hals, so lange wie es geht. Und wir sind aktuell im Stadtzentrum angelangt, haben die ersten Hinweise, wo wir Clementine wohl finden werden. Und ja, erforschen hier einfach erstmal weiter die Gegend, nicht wahr? Immer gemütlich gucken, mal an, schnacken. Hallo, hier erstmal schmusen. Oh. Und mieten wir den mal. Hi, diese Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Boah, ist aber schon ein bisschen heavy jetzt, ne? Vielleicht ist er ja wirklich taub oder kaputt. Guten Tag. Junge, ich glaube, der ist hinüber. Tut so, als könnte er mich nicht hören. Du, seine Batterie ist alle. Also, da ist nichts mehr zu machen. Aber schön, dass er wütend ist, Alter. Oh, Mann. So, übersetzen. Was steht denn hier? 2458 EDOC. 2458 EDOC. Oho. Was mag das bedeuten? Guck mal, hier sind wieder Kühe. Ich habe keine Ahnung, wo... Ah, hier. 2458. War es nicht 2458? Hm, nochmal. Übersetzen. 2458, EDOC. 2458. Hm, das scheint es nicht zu sein. Ah, ich probiere es nochmal. Vielleicht war ich gerade dumm. Dim, 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 dim. Los, komm, versuch nochmal dein Glück. 2458. Nee. EDOC. Man könnte jetzt anfangen, EDOC im Alphabet nachzuschlagen, beispielsweise. 2458 EDOC. Aber ich glaube, das würde keinen Sinn ergeben. Also könnte man versuchen. Null. Was hätten wir denn noch für Optionen? 0104. 0104 können wir mal ausprobieren. 0104. Es gibt keine 0. Okay. Was haben wir noch? 90. Tja, merkwürdig. Ich weiß es nicht. Das ergibt alles leider keinen Sinn. Alle Zahlen folgen da nicht. 3519 könnte man nochmal ausprobieren, aber warum sollte das da anfangen? Das könnte auch genauso gut. Ne, 9049 kann es nicht sein. Ne. Dann müssen wir mal anderweitig gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Hinweis. Vielleicht müssen wir ihn auch einfach irgendwie aufladen, dass er wieder geht. Und dann gibt es irgendwie einen Hinweis. Also wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass da noch was ist. Ich will das nachher nicht vergessen, ne? Ihr kennt mich ja, ne? Upala und vergessen und dann geht er schon wieder weiter. Also das merken wir uns erstmal, dass da noch so ein Safe ist. Kann natürlich sein, dass der Hinweis dafür wirklich noch woanders ist. Hatten wir ja schon mal, dass man durch die Gegend laufen muss. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich erwarten, dass der schon irgendwie damit in dem Raum ist. Residenz R, Landesstraße R, Nekokorp. Okay. Übersetzen. Gesucht, Clementine, Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch. Gehen wir erstmal hier runter? Können ja mal gucken, was hier unten so abgeht, ne? Hier scheint erstmal nichts groß von Belang zu sein. Ne? Miau. Hallo, wer bist du? Raymile, tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Ja, okay. Oh, meine Nase hat gerade gelitten. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Die Nekokorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Oh, Wuschel. Wuschel ist auch süß. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Oh, ein paar Jährchen? Du, ja. Ich bin eine Katze, ne? Ach, weißt du, ich wollte dir das Bild zeigen, Mann. Jedes Mal, wenn ich die anmounzen will, während der Dialoge, spricht man leider den Dialog ab. Cooles Bild, ist das deine Adresse auf der Rückseite? Ja, das erste Symbol ist eine Straße, dann folgt ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich einfach zu finden sein. Ja, ist okay. Also ich brauche die Leute nicht weiter nach Clementine nerven, so wie es aussieht. Gut. Gehen wir mal hier rein. Kommt man da rein? Nee, da ist überall noch
intaktes Glas. Vielleicht irgendwo oben lang. Warte mal, wir versuchen mal oben lang zu gehen. Da. Kann doch bestimmt da rauf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Na los, auf da. Dann müssen wir das erstmal runterschmeißen. So ist es Katzenbrau. Kann hier hin, aber was bringt mir das? Nicht viel. Na gut, war lustig, aber hat jetzt nicht viel gebracht. Miau. Miau. Es ist halt einfach cute, ja? Miau. Da ist noch einer. Hallo. Wer bist du? Du bist so unauffällig auffällig. Blazer. Ich hab zu tun, was willst du? Hier, guck mal. Weg mit dir. Blazer ist ja richtig unfreundlich. Gut, Blazer. Ich habe auch keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten. Mit so unfreundlichen Leuten, ne? Muss nicht sein. Richtig unfreundlich. So, moin. Was hast du denn für einen interessanten Schädel? Sorry. Alter, dass man die immer, dass man alle umschmeißen kann. Das ist ja voll mies. So, tut mir leid. Tut mir leid, aber ich hab deinen Kopf einfach nur angeguckt. Der ist so beeindruckend. So kleines Display vor allen Dingen. Und er dreht einfach um, okay. So, warte mal, wieder zurück. Hier war der Laden, ne? Ja, hier ist der Laden. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in diese kleine Seitengasse rein. Hier gibt's Nudeln. Noodles. Ist aber schon ein schönes Game. Also, ich will nichts sagen, ne? Ich hab's, glaube ich, schon mal erwähnt. Was ist hier los? Kann man da kratzen? Nein. Ah, der Sound, das Sounddesign ist auch so nice, auch die Musik. Das ist was ganz Eigenes. Moin, bist du hier am Fegen? Cool, guten Tag. Du hast auch so einen coolen Kopf. Albert, warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Fifi, unten in der Stadt? Ich war noch nicht da, aber ich versuch's dann gleich mal, ne? Guck mal hier, das sieht nach Energy Drink aus. Kriege ich da wieder ein? Das hat man wohl, glaube ich, nur am Anfang gebraucht, in dem ersten Gebiet, wo es diesen Händler gab. Danach waren die Teile nicht mehr relevant. So, ich kann hier rüber gehen. Ist noch nicht so genau, was uns das bringt. Du, man muss aber auch einfach mal machen, ne? Man muss auch einfach mal Cat-Stuff tun. Aber so wirklich was bringt das jetzt nicht. Man kann hier noch hingehen. Vielleicht bringt das hier noch was. Ah, guck mal, ich kann hier kratzen. Ja, bringt wohl doch noch was. Komm schon, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Aha. Na dann, lass mal die Eimer runterschmeißen. Ups. Das war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber schön war es trotzdem. Gut, und wieder hinab. Da ist wieder ein Bild von Clementine. Gut, weiter geht's. Wir schauen uns weiter um. Das ist ein kleiner Nudelladen. Gehen wir gleich hin. So richtig original Ramen mit so einem Ei drin und so, hätte ich ja auch mal Bock drauf, ne? Noch nie gegessen. Erstmal daneben setzen. Miau. Ich hätte gern was zu essen. Miau, wie am Schwitzen ist. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Das glaube ich wohl gerne. So eine richtig schön gemütlich urige Bar geht immer. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt took an arrow to the knee. Haben sie es echt gebracht, Alter. Okay, nice. Du warst auch mal einst ein Barbesitzer, so wie ich, aber dann hast du einen Schraubenzieher ins Knie bekommen. Sehr nice. Das war eine schöne Anspielung. Das gefällt mir sehr gut. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Glack. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte ihn nicht zu vergraulen. Na, das weiß ich jetzt dann auch nicht, aber gut, muss man durch, ne? Was gibt's denn bei dir? Ah, lecker. Kabel und Zahnräder. Da hab ich ja Bock drauf.
wir müssen doch eigentlich auch mal irgendwann was essen, oder? So viel wie wir rumspringen und so. Also wenn ich unsere Katze sehe, die wäre ja jetzt wahrscheinlich schon nach ihrem Maßstab verhungert. So. Was haben wir denn hier? Hier kommt den Polizeiroboter umschmeißen. Hallo, ich will schmusen. Schmusen. Los, lass uns schmusen. Naja, fällt nicht ganz um. Na gut. Okay, hast Glück gehabt. So, ich muss erstmal wieder gucken, dass wir nichts auslassen. Da muss ich das hier schon im Detail angucken. Also, warte. Hier war der Laden. Okay, wir sind noch nicht weit gekommen, aber es gibt halt auch so viel zu entdecken. Und das ist halt das Schöne auch an dem Game. Mal alles runterschmeißen hier von den Tischen, wie sich das gehört. Miau. Miau. Hier ist die nächste kleine Gasse, in der waren wir aber schon. Hier war der Typ und dann ist hier jetzt ein Klamottenladen. Da können wir mal reingehen. Ist bestimmt einiges, an dem wir kratzen können. Hallo. Herr Merck, es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum. Aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Kennst du diese Person? Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, der erste ist eine Straße, dann kommt ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Ja, danke dir. Gucken wir uns noch an. So, hier ist also stehle Jacke. Bist du bescheuert oder was? Oh oh. Okay, also Jacke stehlen ist nicht. Nicht so einfach zumindest. Hier gibt es ein paar Ketten. Miau. Schauen wir uns mal weiter um. Vielleicht können wir den irgendwie ablenken. Guck mal, hat er da jetzt, ich frage jetzt mal für einen Freund, ne? Hat er da jetzt tatsächlich Leichen hingestellt, um seine Klamotten auszustellen? Also sind das tote Roboter? Oder sind das so, wie wir das halt machen, so Mannequins, so nachgebaute Roboter? Oder sind das halt wirklich, ja, die sind halt kaputt. Und bevor die tot in der Gasse rumliegen, hat er sich gedacht, komm, dann nehme ich die einfach mal als Ständer für meine Klamotten. Irgendwie ein bisschen gruselig und makaber, aber ja, so stelle ich es mir vor, ne? Moin, wer bist du denn? Hallo, ich will dich auch nicht beim Anprobieren stören, ne? Aber schon ein bisschen. Boah, diese Spiegel könnten aber auch mal wieder geputzt werden. Die sind schon ein bisschen räudig, ne? Die sind schon ein bisschen räudig. Gegenstand einfügen. Ja, da habe ich noch nichts. Brauchen wir eine Kassette oder sowas. Ich glaube, hier gibt es noch viel zu entdecken. Also wir haben jetzt schon einen Safe, den wir nicht öffnen können. Hier eine Jacke, die wir klauen können und irgendwas, wo wir einen Gegenstand einfügen können. Also einen Kassettenrekorder, so nennt man das. Hier ist noch ein Teppich, an dem wir kratzen können. Ah, ja, wunderbar. Das fühlt sich aber auch gut an, ne? Muss man einfach ganz klar sagen, wie das ist. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Jetzt können wir hier noch in diese süße, kleine, schöne Gasse gehen. Miau. Wieder eine Gasse. Hier geht's wieder hoch. Komm. Wenn wir schon hochgehen, dann direkt mal gucken, was das bringt. Ich habe das Gefühl, also hier ist oben nicht so viel. Beim anderen war das ja sehr wichtig, sich oben umzugucken, weil wir dann doch sehr viele Orte gefunden haben, wo was versteckt war und so. Hier habe ich das Gefühl, ist das nur so für Shits and Giggles. Oder ich bin halt zu nicht aufmerksam genug. Das kann natürlich sein. Ich will ja meine eigene Orientierlosigkeit und Dummheit nicht außer Acht lassen. Das wäre fahrlässig. Ja. So. Dahin. Dahin. Ich gehe mal eben noch ganz oben. Wieso denn nicht? Miau, jetzt sind wir wirklich schon sehr weit oben. Miau. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber es bringt uns auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht. Eine sehr, sehr schöne Aussicht. Und, das scheint es aber auch schon gewesen zu sein. Na, warte, vielleicht können wir noch... Können wir auf das Rohr noch? Ne, wir können da aber noch drauf. Da. Da. Es geht schon noch weiter hoch, ne? Aber scheint man nicht erreichen zu können. Man kann auf diese Gitterdinger nicht springen. Das ist das Problem, wo die Wäsche drauf hängt. Na gut. Gut, wieder runter.
War trotzdem lustig. Wenn es nicht so viel gebracht hat. Und wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, ne? So, weiter durch die Gasse. Hier ist wieder ein Laden, aber da ist keiner mehr drin. Miau. Jemand zu Hause? Nö. Scheint es auch Nudeln oder sowas zu geben. Das sieht sehr übersetzbar aus. Gucken wir mal. Zur Hölle mit den Wächtern. Lang Leben für die Außenweltler. Lange Leben für die Außenweltler. Ich denke, lang leben die Außenweltler. Ich glaube, so sollte das eigentlich sein. Aber ist okay. Gut. So, dann nehmen wir weiter, ne? Schön durch die Gasse streifen. Bisschen Mounzen nebenbei. Muss auch mal sein. Und wir schauen uns weiter um. Jetzt sind wir hier wohl im Stadtzentrum. Also ab jetzt beginnt meine Orientierung, uns dann gleich ganz zu verlassen. Das sage ich euch gleich. Das wird witzig. Okay. So, guten Tag, wer bist du? Hater. Tut mir leid, der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Die Lieferjungs? Was ist das für ein Bild? Oh, ich kenne sie. Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind von der Außenwelt. Ah, ist korrekt. Was passiert hier gerade? Ich muss kurz was checken, Leute. Oh. Sehr schön. Corona grassiert weiter. Gerade auf unserer Arbeitsgruppe gesehen, dass es einen weiteren Kollegen erwischt hat. Ist das nicht schön? Es ist doch nur noch nervig. Du willst einfach nur, dass es irgendwann mal endet, der Kram. Das ist einfach so. So, was seid ihr für zwei Leute? Und schmusen, schmusen. So, reden wir mal mit euch. Hallöchen. Condi, ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum? Gute Frage. Vielleicht ist es voll geil da oben. Kroni, weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen. Sei also 350 Jahre. Na, das wird nichts, weil ich wollte ihm das Bild eben noch zeigen. So, hier, guck mal, kennst du die? Oh, Clementine. Wenn ich du wäre, würde ich dieses Mädchen nicht finden wollen. Nur eine Frage der Zeit, bis sie von den Wächtern erwischt wird. Doch wenn du dich weiter umhörst, wirst du sie sicher finden. Nur sei dir bewusst, dass du dir damit auch Ärger an Land ziehst. Ja, komm. Ich bin eine Katze. Mein zweiter Vorname ist Ärger. Ärger und Flauschigness. Und Mounzen. So. Hi, stabile Frisur. Erstmal rumlaufen. Wird hier frittiert? Oh, frittierte Dinge. Ich liebe sie. Jetzt, wo ich krank war, hätte ich nur essen können. Immerhin, mein Geschmackssinn ist da geblieben. Das war die größte Angst, die ich hatte. Das und Long-Covid, aber das Letztere wird sich natürlich erst noch zeigen. Aber fühlt sich bis jetzt noch ganz okayisch an. Guten Tag. Pommes? Was kann ich heute Abend für dich tun, Chef? Ich hätte gerne Pommes. Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Na gut, muss ich erst finden. Ich arbeite dran. Hier kann man was übersetzen. Tagesmenü. Trockene Luft und Schüssel mit heißem Öl extra Qualität. Na, das klingt nicht unbedingt katzenverzehrfähig, aber... Oh, hier darf man keine Geräusche machen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Orientierung wieder bekommen. Also wir kamen von da. Wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, hier lang. Hier ist aber wohl auch gleich Ende. Guck mal, hier darf man nicht durch. Da sind so eine Wachtdrohnen, die aufpassen. Kann ich die aus der Luft raus? Nee. Schon irgendwie ein bisschen gruselig, oder? Ja, Hahn ist doch gut. Kann ich so eine Wachtdrohne angreifen? Ich würde gerne auf sie draufspringen. Okay, nö. Gut. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze hier gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.